Die georgische Schachlegende Nona Gaprindaschwili verklagt Netflix auf 5 Millionen Dollar Schadenersatz. Sie wirft dem Streamingdienst vor, ihre Karriere in der Erfolgsserie Das Damengambit absichtlich auf sexistische und herabsetzende Weise dargestellt zu haben. Besonders verärgert habe die Schachgroßmeisterin einen Satz der Protagonistin der Serie, die erklärt, dass Gaprindaschwili beim Schach noch nie gegen Männer angetreten sei. Wir haben 8 Monate lang mit den amerikanischen Partnern gearbeitet und während dieser Zeit auch mit Netflix kommuniziert. Wir haben dem Unternehmen angeboten, sich zu entschuldigen oder diese absichtlich verbreitete Diffamierung in irgendeiner Weise zu korrigieren. Aber leider haben sie sich geweigert. Im Alter von 20 Jahren wurde Gaprindaschwili erstmals internationale Meisterin im Schach und erspielte sich 1978 als erste Frau weltweit den Titel Großmeister.